Ja, jetzt bin ich in Karlsruhe in Deutschland auf dem Weg nach Schweiz. Und ich bin so begeistert von all den Namen, die jetzt auf der Homepage ist, auch für Gebets- und Fastenkette. Wir haben ja gestern angefangen, diese Gebets- und Fastenkette, die auch bis 7. August laufen. Und jetzt sind die, auch die Metabibeln schon gedruckt, 18.000. 10.000 gehen nach Wacken und 1.000 gehen auch nach den Festivalleitungs, ja, Mitarbeiter, Seelsorge-Mitarbeiter von der Festivalleitung. Und diese werden dann verteilt auf diesen großen Rockfestival in Wacken. Und wir beten jetzt für 70 Mitarbeiter, die da mithelfen werden, auch diese Bibeln zu verteilen. Wir haben auch einen Standplatz, Ausstellungsplatz, plus auch unser Freund Johannes Jonsson aus Schweden hat auch einen Ausstellungsplatz für christliche Rockmusik. So ist ein sehr interessantes Ereignis jetzt mit Wacken und wir sind so begeistert und auch mit großer Erwartung. Aber wir wissen auch, ohne Gebet und Fasten haben wir keine Möglichkeiten, so viel zu tun dort. Aber durch Gebet und Fasten, dann ist das auch eine Stärke und eine Mut und Segen und Freude, auch dahin zu gehen. Und darum ist es so wichtig mit Gebet und Fasten. Vielen Dank, die alle Brüder und Schwestern, die jetzt in Gebet und Fasten sind. Und wir stehen zusammen und wir werden mit Freude an Wacken hingehen und viele Menschen von Jesus erzählen und auch diese Metabibel verschenken. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.